Der Reutlinger CDU-Kreisverband hat dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag für eine Koalition zwischen Grünen und CDU in Stuttgart mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. In geheimer Abstimmung votierten 77% mit Ja. Zuvor hatten CDU-Generalsekretärin Katrin Schütz und regionale CDU-Funktionsträger eindringlich für das Koalitionsabkommen geworben. In den Diskussionen zuvor gab es dabei indessen auch Gegenwind und teils scharfe Kritik. CDU-Generalsekretärin Katrin Schütz im Heidepark in Engstingen-Haid im Landkreis Reutlingen. Für sie und die Funktionsträger ist die Sache klar. Die jetzt gerade in Stuttgart gezimmerte Abmachung für eine grün-schwarze Landesregierung, ein mehr als akzeptabler Kompromiss, in deren Zeilen sich viel schwarze Tinte finde. Staatspolitisch verantwortungsvoll, ein hart verhandelter Vertrag auf Augenhöhe, mit dem sich die Union mit Innen-, Wirtschaft, Justiz, Landwirtschafts- und Kultusministerium die für die CDU-Politik wichtigsten Ressorts sichere. Ebenso viele wie die eben stimmenstärkeren Grünen. Gezimmert dazu noch auf einem vom SPD-Finanzministerium gut versteckten Haushaltsloch von bis zu 3 Milliarden im Jahr. Baden-Württemberg wollen wir sicherer machen. Wir wollen es zum Spitzenreiter der Integration wollen wir werden. Wir haben hier 1500 neue Stellen bei der Polizei für eine Verbesserung der Strafverfolgung, für mehr Polizei auf der Straße und einen entschiedenen Kampf gegen Einbruchskriminalität, also 65 Millionen. 100 Millionen investieren in eine hochmoderne Technikausstattung bei der Polizei und Strukturverbesserung für einen attraktiveren Polizeidienst. Dazu 500 Millionen für Straße, Schiene, Bauen und Hochschulen, breitflächig die Digitalisierung. Und auch beim Thema Begrenzung der Flüchtlingszahlen, schnellere Ausweisungen und Anpassung habe die CDU sich durchgesetzt. Baden-Württemberg wird bei der Ausweisung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern im Bundesrat zustimmen. Das haben wir uns auch darauf geeinigt. Und Baden-Württemberg bekommt ein modernes Integrationsgesetz. Auch beim Thema Bildung habe die CDU Pflöcke gesetzt, mit mehr Deutsch- und Grundschul-Mathematikstunden. Aber Gemeinschaftsschulen und einige gymnasiale Oberstufen kommen doch. Hier gibt es Unmut. Eine Niederlage sieht Karl Wilhelm Röhm, Landtagsabgeordneter und Mitverhandler, trotzdem nicht. Mir war es allemal wert. Wir haben nicht umsonst 2 Jahre lang eine Realschulkampagne gemacht und dafür gekämpft. Und darauf bin ich persönlich als Gymnasialer besonders stolz, weil das entscheidende Schlachtfeld in Anführungszeichen war die Realschule und dort herrscht jetzt Klarheit. Auch dass es jetzt nicht wie lange gefordert eine Mitgliederbefragung geben soll, weil es in einer Befragung dazu keine Mehrheit gegeben habe, erweckt Unmut und nicht nur den des Reutlinger Kreisgeschäftsführers Fabian Beil. Ich bin der Mitgliederreferent hier in Reutlingen, das heißt, ich rufe genau die alle an, die gerade austreten. Das ist eine schwere Aufgabe, aber es sind nur gute Gespräche, war noch keiner sauer. Aber das, was die sagen, das kann ich eins zu eins unterschreiben, das möchte ich hierher bringen. Diese klassisch konservativen orientierten Mitglieder seien nämlich mit dem in einer grün-schwarzen Koalition jetzt inhaltlich sichtbar werdenden Modernisierung der CDU, die Schütz und die Funktionsträger jetzt anmahnten, keinesfalls einverstanden. Unmut dann auch, dass das Führungspersonal der Niederlage jetzt wieder oben sitze. Trotz aller Bedenken, am Ende stimmten in Reutlingen 77% geheim mit Ja.